dass ich das als große Ehre ansehe, als etwas, was über den Parteien steht. Es geht um das Amt, es geht um die Würde des Amtes. Ich bedanke mich bei meiner Frau, bei meiner Familie, dass sie das mittragen, denn es wird natürlich in den nächsten Wochen einiges auf mich einstürmen. Am 13. Februar 2022 wird wieder einmal der Bundespräsident gewählt. Dass Frank-Walter Steinmeier kein geeigneter Kandidat ist, darüber sind wir uns sicher alle einig. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Steinmeier, der frühere Außenminister und heutige SPD-Zombie, war ganz bewusst übrigens nie der Präsident aller Deutschen, also wie es sich für das Amt eines Bundespräsidenten gehört, sondern nur der Menschen, die seiner Meinung waren. Und daran wird sich bei Walter, dem Spalter, wie er auch genannt wird, nichts ändern. Es wäre also Sache der CDU gewesen, einen geeigneten Gegenkandidaten aufzustellen, der das Volk eint. Doch dazu war die CDU nicht bereit. Was Sinn ergibt, schließlich besteht zwischen den Christdemokraten und den Sozialdemokraten kaum noch ein Unterschied. Gut also, dass es die AfD gibt. Die AfD, die mit Max Otte einem Mann aus der Mitte zu ihrem Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten kürte. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Otte. Demokratie lebt von Beteiligung. Und wir sind es nicht nur unseren Wählern schuldig, eine Wahlalternative zu dem SPD-Bundespräsidenten zu stellen. Und dass die CDU keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat, zeigt, dass sie noch nicht in ihre Oppositionsrolle hineingefunden hat. Und wir sorgen dafür, durch einen wertkonservativen, liberalen Kandidaten wie Professor Otte, dass dem Parlament und der Bundeswahlversammlung eine Alternative geboten wird. Max Otte, 57 Jahre alt, gebürtiger Sauerländer, auch ein Freund des Hauses, er war schon einige Male hier zu Gast, ist seit über 30 Jahren in der CDU und er ist Vorsitzender der konservativen Werteunion. Dabei ist er kein Berufspolitiker, der in seinem Leben noch nichts Relevantes geleistet hat. Ganz im Gegenteil, der erfolgreiche Ökonom und Bestsellerautor Otte ist einer, der harte Arbeit nicht nur vom Hörensagen kennt, wie zum Beispiel sein Gegenkandidat Steinmeier. Vor einem Jahr schrieb Max Otte ein leises, fast schon lyrisches Buch mit dem schönen Titel »Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland«. Es ist eine Suche nach dem Deutschland seiner Kindheit und Jugend. Es war eine Suche nach einer soliden und über die Merkel-Jahre verloren gegangene Mittelstandsgesellschaft. Die Suche nach einer Kultur jenseits von Multikulti. Max Otte trieben und treiben noch immer Fragen über Fragen um. Was haben wir davon heute noch? Wie können wir es vielleicht weiterentwickeln? Was können wir bewahren? Was kann uns davon Kraft geben? Alles gute Fragen, die eines Bundespräsidenten würdig wären. Doch die CDU kann sich so gar nicht mit der Vorstellung abfinden, dass einer der ihren Bundespräsident wird. Die CDU will lieber den Salonsozialisten Steinmeier. Und nicht nur das, die CDU will Max Otte lieber heute als morgen aus der Partei schmeißen. Und warum? Weil er sich von der AfD, einer demokratisch gewählten Partei, aufstellen ließ. So funktioniert Demokratie heute oder auch nicht. Ich habe Max Otte drei Fragen gestellt, die er mir schriftlich beantwortet hat. Frage 1. Warum bist du deiner Meinung nach ein geeigneter Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten? Max schreibt, ich sehe die Probleme und die Spaltung des Landes zwischen Reich und Arm, Ost und West, Alt und Jung, Linksgrün und Konservativ und jetzt auch zwischen geimpft und ungeimpft. Das Amt des Bundespräsidenten ist wie kein anderes. Das meint er wahrscheinlich im
Neutralitätssinne. Meine zweite Frage. Die Reaktion deiner Partei war krasser, als ich sie erwartet hätte. Hast du damit gerechnet, dass man dich direkt aus der Partei schmeißen will? Ja, damit habe ich gerechnet, so Max. Denn derartige Spekulationen wurden schon bei Hans-Georg Maaßen, dem führenden Verfassungsschutzpräsidenten, geäußert. Allerdings zeigt die sehr emotionale Reaktion und die Geschwindigkeit, mit der hier vorgegangen wurde, dass die Haut sehr dünn ist, dass man in der CDU diese Kandidatur sehr ernst nimmt. Dritte und letzte Frage. Wirst du um deinen Verbleib in der Partei kämpfen oder könnte es irgendwann den Punkt geben, wo du sagst, sinngemäß, ach, dann mach doch euren Scheiß allein. Dazu Max, zunächst einmal werde ich mich sicher verteidigen. Wie lange ich das mache, wird der Verlauf zeigen. Tja, meine Lieben, einen besseren Kandidaten als Max Otte kann ich mir für das Amt des Bundespräsidenten kaum vorstellen. Es wird natürlich nicht dazu kommen. Die Macht von Steinmeier ist zu groß, aber ich bin sicher, dass er einen Achtungserfolg erzielen wird, dass er dem Steinmeier einige Stimmen wegnehmen wird und damit auch für Unruhe in der CDU sorgen wird. Denn es zeigt sich doch wieder einmal, diese Rückkehr ins Konservative, die sich viele durch Friedrich Merz erhofft haben, findet nicht statt. Die CDU bleibt stramm links. Und das können wir nicht gebrauchen. Haut rein, macht weiter und bis später.